Moin zusammen, die liebe Zuki und ich. Wir machen den Challenge Mode und ich habe schon zwei Durchläufe gemacht. Gibt es auch ein Video zu, auf Englisch aber. Und jetzt habe ich mir meinen letzten aufgehoben. Ich bin nämlich genau bei 9.970. Wenn ich den jetzt hier erfolgreich durchziehe, dann müsste ich auf 10k kommen, hoffentlich. Oh, wir können sogar alle Aufgaben erledigen. Nice! Weil ihr werdet gleich sehen, was wir für ein Equipment haben. Bei diesem Challenge-Mode, der heißt Primitive und wir haben eben nichts Elektronisches, wie ihr seht. Hier, ganz wichtig, die müssen wir mitnehmen, ganz wichtig. Neues iPhone. Also ich habe wieder ein neues. Die müssen auf jeden Fall rein. Neues iPhone? Ja. Ja, ich meins hat nicht mehr funktioniert. Das, was ich mir jetzt geholt hatte letztens, das hat so gar nicht funktioniert. Okay. Ja. Und Ja. deswegen gab es jetzt doch ein neues. Ja, hoffentlich funktioniert das dann. Ja, also das Salz ist auch. Ach doch, das Salz ist wichtig, tatsächlich. Das Salz ist jetzt der Ersatz für die Motion Sensors eigentlich, so gesehen. Das Gute ist, die Aufgaben passen alle, die kann man alle erledigen. Das ist gut. So, was ist es denn? Jagd ankommen, Geister, ein Räucherstäbchen. Okay. Ja, was brauchen wir denn? Was nehmen wir denn jetzt alles schon mal mit? Sollen wir die Items vorher schon mal vorbereiten? Ja, würde ich sagen, Dann ne? sind wir gleich wieder da. Ja, so ready, wie man sein kann, ne? Ja, dann stürmen wir mal die Bude. Hello? Stimmt ja, jetzt geht ja hier gar nichts. Ne? Es sind So, alle hier vorne ist Verstecke schon verfügbar. Versteck. Die sind alle da auf jeden Fall. Okay. Okay. Wie finden wir den denn jetzt? Ja, durch Hören. Ich lege das schon mal hier hin, falls wir das später brauchen. Das ist die einzige Cursed Possession, die wir auch hier haben. Was hast du da denn gerade? Das Ouija-Board, das ist das einzige, was wir haben. Okay. Also, eigentlich hat man hier nur zwei Beweise in dem Modus. Man kann nur die Fingerprints feststellen und das Buch oder sie ausholen. Okay. Also, wir können ja dann, je nachdem, wo er ist, hier das Ouija-Board benutzen und uns da hinten dann verstecken, falls wir das brauchen sollten. Okay. Oh, der hat schon was geworfen. Ja, ich habe auch was gehört. War das jetzt Der über ist im uns oder war es Esszimmer. ganz oben? Ja. Nee, ich glaube, das ist jetzt über uns. Okay, ich Ich glaube, gucke das mal ist im hier kurz nach dem Esszimmer. Knochi. Ach so, den brauchen wir auch noch. Okay. Brauchen nicht, aber es eben. Ich glaube, den brauchen wir für Weekly. Da ist doch, glaube ich, eine Ja, Weekly, wo stimmt. man die sammeln muss. Und wieso sollen wir den nicht mitnehmen? Wir haben ja Zeit. Ja. Hier ist nichts. Okay, dann Außer haben ich wir habe ihn das Schlimmste übersehen. schon mal abgesucht. Was aber laut Mal. ist. Hier liegt aber noch alles, wie es soll. Mal gucken, vielleicht im Wohnzimmer. Warte, er hat doch schon wieder was geworfen. Küche Hat er vielleicht? hier was geworfen? Oder da hinten? Guck du mal hinten, ich guck mal Küche. Man liegt hier nicht eigentlich was auf dem. Show us, give us a sign. Are you here? Where are you? Vielleicht hier im Masterbedroom was geworfen. Hier Bei dem Klavier oder wo? Da ist nichts. Meine, ich höre aber Küche! auch was. Er ist hier. Hier ist er. Er hat mir hier gerade die Kerze Hat der ausgeblasen. Kerze ausgepustet? Okay. Ja. Dann legen wir mal einfach ein Buch hier mal hin. Der könnte ja auch Roman und machen mal ein Salz einfach dahin. Dann sehen wir ja, ob der hier durchlatscht. Ja. Ich gehe mal in der Zeit kurz nach oben. Also da sind noch zwei Aufladungen in dem Salz drin, falls du es verteilen willst. Ich gehe mal kurz oben nach dem Knochen suchen. Okay. Der hält sich aber sehr zurück. Ja, was man ja auch noch feststellen kann, ohne diese. Oh, ich habe den Knochen, ich sammle den direkt auf.
Was man da auch noch gut feststellen kann, ist Gefriertemperaturen, weil die würde man ja auch sehen. Ja, hier vorne die Kerze hat er auch ausgemacht. Hier am Eingang, glaube ich. Er hat doch eben noch was umgeworfen. Aber ja, hier ist er reingetreten. Ist er da durch? Okay. Ja. Ja, da läuft er. Da. Das heißt, wir müssen hier in der Küche mal so schauen. Ich tue mal noch eins hier hin und dann können wir den ja mal ein bisschen tracken. Ich tue eins mal hier hinten hin bei dem vorderen Bereich, falls er darüber läuft. Hier ganz wichtig, der Tripod muss auch hier hin. Der ist ein großer Helfer. Der bringt uns weiter. Da hinten ging eine Tür, wir müssen Fingis checken. Ging die hier? Ja, ich glaube, das kam von hier. Ja, auf. Fingis. Warte, ja. 1, 2, 3, 4. Normale, ja. 1, 2, 3, 4. 5. Okay, das heißt, wir müssen jetzt aber die Türen im Auge behalten, falls es ein Obake ist. Der wird die irgendwann mal entweder verstecken oder die Dauer verkürzen oder eben den Spezialabdruck hinterlassen. Könnte ja auch da hinten vielleicht sein. Wir können noch ein Salzhäufchen da hinten vielleicht hinmachen. Falls er im Masterbedroom ist. Das hier ist alle. Oh, der hat was geworfen hier, den Teller. Ja, Teller. In einem hohen Bogen. Okay, dann ist er wohl doch eher hier in der Küche. Dann schauen wir mal, ob er ins Buch schreibt. Schreibt ins Buch. Schnappen wir uns hier hinten mal die Kerze. Vielleicht mal ein Geisterheilweil schon mal machen oder noch nicht? Ja, können wir mit Kerzen dann machen. Soll ich mal einen Kruzi mitbringen? Ja, das kannst du da in die Küche legen. Oh, da war wieder eine Tür. Wir müssen die checken. War wieder da hinten, oder? Tür. Nee, ich glaube schon. Ja, okay. Wieder. Er hinterlässt aber immer diesmal eine Abdrücke. Andere. Okay. Und wieder nur ein normaler. Mach die einfach mal zu. So. Ja, genau. Die hier kannst du ja auch zumachen. Dann sehen wir es ja, ob er dran war. Wir müssen mal auf Poltergeist checken. Wir müssen mal ein Häufchen machen. Ich hatte vorhin nämlich einen Poltergeist. Der hat mich so erschrocken. Der hat das Häufchen, auf dem ich gerade drauf saß, genau in dem Moment hochgehen lassen. So habe ich mich noch nie erschrocken, ey. Das war echt gemein, ey. Der ist die Treppe hochgelaufen. Was machst du denn da oben? Hört man das? Ach, das hören wir wegen dem Salz, ne? Ja, der ist hier reingelatscht und ich höre ihn die Treppe hochlaufen. Was? Was machst du denn da oben? Das habe ich auch gehört. Ja, hier oben geht die Spur weiter. Wo läuft der denn hin? Are you here? Ich glaube, er ist wieder unten. Er hat die Kerze hier ausgelöst. Der ist aber sehr weit dann gewurmt. Der ist bis hier oben den ganzen linken Flur runtergewurmt. Vielleicht ist es ja auch ein Banshee, der immer zu uns gekommen ist. Das kann ja auch sein. Das kann sein. Ich bleib mal ein bisschen hier oben und beachte mal die Türen, ob der hier oben was macht. Show us, are you here? Give us a sign, are you here? Show us, are you here? Wen haben wir denn noch auf der Liste? Ja, er pustet hier unten immer auf Kerzen. Also der Djinn wird auf jeden Fall schwierig zum Feststellen sein. Obwohl, wenn es jetzt nicht friert, dann könnte man den ja ausschließen. Ich pack mal ein Salz drüben in den Master Bedroom. Dann hören wir das ja, wenn er durchlatscht. Welcher Geist war es mit den Kerzen? Der Onryo, der ist aber, glaube ich, raus durch Fingis. Alter, pustet der hier viele Kerzen aus? Ja, manche, die tun so, als ob sie Onryos wären. Warte mal, ich hole mal oben kurz die eine Kerze noch und stelle die in den Highway. Die ist hier. Ah, sorry. Wir prüfen alle.
to ask. Was ist sein? Are you here? Ich puste doch hier immer die Kerzen aus. Oh, da wirft er wieder. Wirf mir doch nicht immer hier alles am Morgen. Also ein Phantom ist ja auch noch möglich. Der ist ja auch so ein bisschen stalky unterwegs. Och, mach mir nicht immer das Feuerzeug aus. Der mag wohl kein Feuer. Nee. Also der Demon hätte uns schon vernascht. Ja, ich hatte vorhin einen Demon auf Edgefield. Oh, er hat hinter mir geklopft. Normaler Fingerabdruck, okay. Ich hatte einen auf Edgefield. Edgefield ist so kaputt, ohne Scheiß. Ich bin in den Keller gegangen, um nach dem Breaker zu gucken, mit einer Kerze in der Hand. Der pustet mir die Kerze im Keller aus. Ich dachte, oh ja, Geist ist hier, ich suche aber noch den Knochen, gehe nach oben. Mhm. Der Geist ist oben, obwohl er mir im Keller die Kerze ausgepustet hat. Das ist so kaputt auf Edgefield. Wollen wir baden gehen im Pool? Ja, das wäre jetzt cool, ey. Das sieht so schön gemütlich aus. Ja, schmeißen wir die Glowsticks ins Wasser. Die haben da in Bornheim so ein Schwimmbad, da ist dann so ein Pool, der ist auch über den Winter außen offen, der ist dann beheizt und so. Das heißt, selbst wenn es ein bisschen regnet oder wenn es kalt ist, kannst du da von innen so durch den Pool rausschwimmen. Das ist so cool. Das ist cool. Ich finde das cool, so bei kalten Temperaturen dann so im Wasser rumzutauchen und so. Das macht schon Spaß. Ja, gerade wieder irgendwo gegen geklopft, oder? Ja, da gegen die Scheibe. Er hat einen neuen Abdruck hinterlassen. Weil das ist ein anderer ist als der, den er gerade hatte. Ja. Stimmt. Und er hinterlässt auch immer einen. Also ich glaube nicht, dass das ein Obacke ist. Ach ja, Handtuch ist raus, weil es friert nicht. Und ja, okay. Gorio weiß ich jetzt nicht. Wir haben ja keine Dots. Der Djinn wäre eigentlich auch raus, wenn alle Beweise an sind. Weil der würde es auffrieren lassen. Genauso wie der Mimik. Der hätte ja auch gefrieren. Also ich habe jetzt Gefrieren auch einfach mal durchgestrichen, weil das, genau, wie gesagt, hätten wir schon längst gesehen. Ist aber trotzdem noch schwierig. Wir haben ja keine Fotokamera. My Ling, Poltergeist, Banshee, Gorio, Phantom. Phantom können wir vielleicht am Flackern auch sehen. Der ist aber auch sehr ruhig, der Geist. Der macht ja gar nichts. Ah, da läuft er wieder. Wo läuft er hin? Ja, wo willst du denn hin? Ja, jetzt hat er hier wieder was geschmissen. Wo läuft er denn hin? Der bleibt hier auf der Stelle. Ja. Hier ist nichts mehr. Nee. Der hat einen Schritt gemacht und bleibt stehen, okay. Mhm. Hm. Ach, hier war er wieder an der Tür. Schawask, was ist sein? Der ist aber auch sehr ruhig. Der wirft hier ein bisschen rum und klopft mal und macht die Kerzen aus. Hat er wieder geklopft? War das hier wieder? Ja, hier hat er geklopft. Ja, ja, der klopft hier in einer Tour dran, aber es sind immer normale Fingerabdrücke. Ja. Ach, da hat er bei dir jetzt diesmal, okay. Ja. Schon wieder geworfen. Der hat dreimal hintereinander hier drauf geklopft, aber es ist immer der gleiche Abdruck. Ins Buch hat er bisher auch nicht geschrieben. Ja, aber wie gesagt, ich hatte vorhin Meiling, der hat erst nach dem Hand ins Buch geschrieben und ich habe ihm wirklich Zeit gelassen, bis ich die Sanity gedraint habe. Ach, schon wieder geklopft. Hat er da hinten geklopft? Ich glaube hinten, ja. Ja, hier nicht. Hier ist weg. Dann hat er hier wohl wieder geklopft. Schon mal. Das war ein normaler Wurf. Ja. Kein Polterwurf. Ich gucke nochmal drüben, ob da was ist. Da kann er ja, glaube ich, auch klopfen. Nee, hier ist nichts. Aber Obacke wird immer unwahrscheinlicher, weil der hat eben eine Chance von 25%, die Fingerabdrücke mal zu verstecken. Aber hat er bis jetzt ja noch nicht gemacht, glaube ich. Und so oft auch, wie er gegen die Scheiben hier schon immer wieder klopft auch. Herr Poltergeist ist eben schwierig, die können sich Zeit lassen. Banshee können wir nachher mal testen, wenn wir den handeln lassen, dass wir da hinten in der Garage sind, vor dem Schrank gehen und da nach dem rufen und dann wieder in den Schrank reinsteigen, um zu gucken, ob er kommt. Und dann beim nächsten Hand macht es ein anderer von uns, um zu gucken, ob er auf jeden von uns reagiert. Und so kann man den Banshee sicher auch herausfinden, ohne dass man jetzt unnötig den extra smudgen muss und sowas. Okay, den Meiling können wir easy hören während des Hands. Und ja, Phantom, den müssen wir auf jeden Fall angucken. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall was sehen.
Wir haben ja leider keine Motion Sensors. Das ist ein bisschen doof ohne die. Ja. Das heißt, wir müssen mit den Kerzen herhalten. Nur die Kerzen kann er ja auspusten während des Hans. Und er pustet sehr oft Kerzen aus. Ja. Also das Einzige, was wir machen können, ist hier alles wirklich ausleuchten, so gut es geht. Ja, ich meine, mit den Glowsticks. Mit den Glowsticks ist hier auch einiges noch. Ja, also wir haben ja eigentlich gar keinen Early Hunter oder so auf der Liste. Die hunten alle ab 50. Das heißt, wir brauchen noch nicht mal auf die Sanity gucken. Ich tue mal das eine kurz hier weg zu uns drüben ins Versteck, falls es doch ein Banshee oder Phantom ist. Das mache ich jetzt nur, damit der nicht auf uns spawnt. Stell dir zur Sicherheit einfach in den Spielereinstellungen das ein bisschen heller, damit du das Versteck nachher sehen kannst. Oder lass dir den Glowstick vorm Versteck nachher liegen, wie du möchtest, dass du es dann im Dunkeln findest. Ich mache jetzt die Helligkeit auf 2,0. Ja, genau, auf 2, da sieht man um einiges mehr. Okay, der hat sonst, ich hab's sonst immer auf 1,5. Ich mag das nicht, nämlich nicht, wenn das so extrem dunkel ist. Ja, am schlimmsten ist, wenn man in den Truck kommt und der ist so extrem hell, dann. Das stimmt. Also ich verschiebe die Kurzis mal ein bisschen hier rüber, dann können wir unsere Sanity ja mit dem Board runterdrainen, ohne dass wir einen Cursed Hand triggern und den so handeln lassen. How did you die? How did you die? Shot. Oh, erschossen worden. Jetzt kannst du noch eine Frage stellen, wenn du willst. Ach, ich muss jetzt hier auch nichts machen, einfach nur Frage stellen, ne? Genau, es ist ja noch an. How old are you? Wie alt bist du? Oh, der ist noch jung. Oh. Was haben wir jetzt gefragt? Oh, wir haben jetzt gefragt, wie er sich fühlt und er ist ängstlich. Oh. Do you like us? Ach, wie süß. Oh. Das ist ja lieb. Ein lieber Gast. Wir mögen dich auch. Wir mögen dich auch. Goodbye. Okay, vielleicht sind wir ja schon in Hunting Range. Müssten wir mal gucken. Ansonsten können wir ja noch mal was fragen. Oh, warte, er hat das Buch geschmissen. Warte mal. Er hat das Buch geschmissen, nicht reingeschrieben. Wir können das Buch durchstreichen. Banshee Phantom, okay. Gorio. Obake sagen wir höchstwahrscheinlich nicht, ne? Denke ich mal nicht. Das müssen wir nachher. Wir gucken den ja an während des Hans gleich. Oh, es geht los. Normale Geschwindigkeit. Phantom, Phantom. Kaum gesehen, diesen Phantom. Ja, die Hands sind hier sehr kurz, warum auch immer. Aber ich glaube, sie ist ein Phantom. Wenn du willst, kannst du sie ja auch noch mal angucken gleich. Nee, sie sieht aber nicht aus wie 18. Oh, hier hat sie auch einen Finger. Fingis hinterlassen. Also ja, aber dann haben wir doch alles schon. Mir kam es nicht so vor, als ob sie sehr lange nicht sichtbar gewesen ist. Warte mal, müssen wir noch irgendwas hier noch machen? Nach Geisterereignis. Warte mal. Sie hat das hier angepasst. Ja. Ach, dann ist sie wahrscheinlich auch noch hier. Ja, könnte ja sein, wenn sie ein Phantom ist. Ja. Da müssten wir mal. Wir müssen wissen, wo sie ist und sie mal smudgen. Vielleicht kriegen wir. Obwohl, ich habe sie gerade gesmudged. Vielleicht macht sie ja gleich ein Ereignis. Ah, hier, sie hat hier die Tür auch angefasst, während sie gehuntet hat. Die bestimmt auch. Nee, hat sie nicht. Gucken sonst. Ja, die kam ja direkt zu uns, ne? Deshalb hat sie sonst nichts angefasst. Ja. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Show us, give us a sign. Oh, Klopfi. Oh, zwei Fingis. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus, ja, mit den zwei Fingis. Die ist wieder hochgegangen. Was will sie denn wieder oben? Nee, sie hat wieder geklopft. Ja, wieder. Diesmal. Ja, jetzt sieht es anders aus. Vorher sah es besser aus.
Ja, schon wieder. Ah ja, jetzt sieht's wieder gut aus. Jetzt passen die wieder. Als ob da einer draußen steht und hier so reinguckt. Lass mich rein. Okay, das war ein Wurf, aber normaler. Okay, also kein Buch, kein Freezing. Also ich glaube mal, es ist ein Phantom. Es kam mir so vor, als ob sie die meiste Zeit nicht zu sehen war. Benutzt ja nicht mal die Kruzis. Oh, auf uns, lauf, lauf, lauf! Ja, 100 pro. 100 pro, 100 pro. 100 pro. Das, also wenn das kein Phantom ist. Also wenn das kein Phantom ist, dann weiß ich auch nicht. Sie war wirklich sehr lange unsichtbar gewesen. Oh, hier jetzt ein Fingis. Ich habe die nicht gesehen, also ja. Okay, also kannst du bestätigen, dass sie sehr lange unsichtbar war, ne? Ja. Ja, manchmal hat man ja so Tunnelvision auf einen bestimmten Geist und ignoriert dann den ganzen Rest irgendwie. Das stimmt. Hä? Ist das ein EMF5 oder? Hä? Ah nee, das war ein Ghost Event, hä? Wann war denn ein Ghost Event? Weil es ist erledigt. So egal, ob wir erledigt. Dann war das wohl ein Ghost Event irgendwie, ohne dass wir es mitbekommen haben. Das kann sein. Dann können wir erfahren. Okay, Abfahrt. Juhu. Ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt nicht verguckt habe, weil es ist ja dunkel, ne? Das es ist schwierig, ohne Bewegungssensoren sowas zu sehen. Mit Bewegungssensoren ist das einfacher, weil du siehst die tatsächliche Bewegung vom Geist und siehst, wie lange er unsichtbar ist. Yes! Woo! Okay, ich drücke nichts. Schaut zu und seht, was passiert. Tada! Go, 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 go. Go, 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 go. Ich drücke extra nichts. Ich will es genießen. Juhu! Ich drücke extra nichts, ich drücke extra nichts. Und? Ja, GZ! Ja, ich habe extra gewartet. Ich wollte es genießen, wie das Geld reinrasselt. Ja, GZ! Ich habe die 10K geknackt. Du hast es geschafft. Yay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.